Bei mir im Studio ist Generalleutnant AD Roland Carter. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. Wollen wir die Lage mal ein bisschen analysieren? Wir haben da gegensätzliche Meldungen. Einige kommen sogar vom ukrainischen Verteidigungsministerium, sagt, ja, wir haben kleinere Geländegewinne, aber eigentlich noch keinen Durchbruch. Prigoschin wiederum sagt, doch, wir haben da Erfolge der Ukrainer, die kesseln uns womöglich ein. Woher kommen diese verschiedenen Betrachtungen? Das ist ja eigentlich das, was man jetzt von einem russischen Söldnerkämpfer erwarten würde. Das ist Krieg, das ist das klassische Bild eines Gefechts. So richtig ist keiner vor Ort. Wir müssen uns auf das verlassen, was gemeldet wird über die verschiedenen Meldewege. Sicherlich militärisch, aber auch sicherlich für die Öffentlichkeit über die Medien. Und insofern gibt es da natürlich immer Widersprüche. Aber für das Bild, was sich so seit Tagen, würde ich meinen, entwickelt hat, kann man wohl davon ausgehen, dass vor allen Dingen die russischen Streitkräfte, also die originalrussischen Streitkräfte, möglicherweise eine Flanke geräumt haben. Und diese Situation haben die ukrainischen Streitkräfte genutzt, um in diese Flanke, um diese Lücke zunächst mal zu stoßen. Jetzt hat sich natürlich ein unmittelbares Gefecht ergeben. Da geht es hin und her und her und hin. Wie man sagen muss, dass Bachmut in der Tat, was die große Strategie anbelangt, sich auf der unteren taktischen Ebene bewegt. Wir reden hier von mal ein Kilometer, mal auch ein Kilometer hin und her. Aber politisch hat das natürlich gewaltige Bedeutung, wenn möglicherweise der Kampf um Bachmut, der ja für die Russen entschieden schien, sich plötzlich wandelt und die Ukraine Bachmut in die eigenen Hände bekommt. Das wäre eine politische Sensation, würde die Moral der ukrainischen Streitkräfte erheblich fördern und gleichzeitig ein weiteres Mal die Moral der russischen Streitkräfte auf ein niedrigstes Maß führen. Also geht es eigentlich gar nicht um den Geländegewinn an sich, sondern um ein psychologisches Moment, denn die Stadt Bachmut ist zu 95%, hören wir, zerstört. Was ich eben sagte, die Stadt Bachmut, das ist halt ein taktisches Geplänkel. Es geht um die politische, die politische Darstellung, auch um das Empfinden und um Moral. Ganz wichtig, denn wir reden ja seit Monaten über diese Kleinstadt Bachmut, die ja auch strategisch, ja okay, da laufen ein paar Versorgungsstraßen zusammen, da läuft eine Eisenbahn durch, aber das war es auch. Also insofern, es ändert sich an der Gesamtfront, wenn man die nimmt von 500 bis 600 Kilometern im Donbass, ändert sich wenig. Aber das kann der Gamechanger werden, wenn plötzlich die Ukraine Bachmut in die eigenen Hände bekommt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.